Ja, servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Fuchs für euch und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr reinschaut. Hier wieder zu The Witcher 3. Wir sind ja jetzt gerade in Weißgarten angekommen. Ach, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn ich das so sage, Weißgarten, oder heißt es eigentlich Weißgarten? Naja, ihr wisst, was ich meine, in der großen Stadt. Ja, wir haben Yennefer jetzt gefunden und wir sind jetzt bereit, dem König sein Angebot uns anzuhören. Aber davor müssen wir hier gebadet, gepflegt, rasiert, schamponiert werden. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auf geht's. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Mal schauen, was gefällt uns denn. Jammer, dass ich keine Zeit habe. So, links, rechts. Mitte sieht gut aus. Eigentlich sieht alles ganz gut aus. Ah, ich nehme den hier. So, ich habe alles, Baby. Es mag dem Herrn neu sein, doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Der Herr wird sich freundlicherweise ankleiden. Ja. Lass mich kurz gucken. Ja, genau. Jetzt muss ich das. Nicht? Inventar. So, da haben wir es. Okay. Aussehe. Wie ein Player, Alter. Richtig hart. Richtig hart sehe ich aus, Bruder. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern?
Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Was hat er gerade gesagt? Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Bei Wasser. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Ich glaube, alles war falsch. Er hat nämlich auch nicht den Finger gespreizt, er hat die ganze Hand hochgehalten. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Alles klar. Riechen. Ingrimi ep art kerser. Deitven adan in karn ep morvut. Em hier war em reis. Verneiden. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Boah. Die wilde Jagd. Die lächelt ja schön. Hierher. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut. Nicht belästigen darf. Greif. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Bis ihr Anes war er in Novigrad? Er, Anes, Ratslieden in Enet. Es tun Esesauer an Nen verheer.
Garian Vatgarn. Vakel. Esekliti? Hendre Brenga? Sprechen alle kein Deutsch. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu holen. Deine Haare? Hat er angeredet? Was für Haare? Ich hab doch alle Haare am Start. Bleib wieder mir wieder meinen Bart ankleben. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder bei diesem Let's Play. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass einfach ein Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann ist jetzt die Zeit gekommen, auf diesen Knopf zu drücken. Und beim nächsten Let's Play werden wir uns dann mit Yennefer jetzt ein bisschen abquatschen. Und dann werden wir sehen, ob wir die kleine Tochter von dem Kollegen finden werden. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Fuchs und tschüssi.